Blaue Runde. Ganz Brandenburg in einem Podcast. Kurz vor dem Weihnachtsfest und Sie sind uns natürlich auch heute herzlichst willkommen. Hier ist die Blaue Runde. Hier ist der Podcast der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg mit Detlef Friehe für Sie am Mikrofon und unserem Gast heute, Kathi Muxel, die Abgeordnete aus Grünheide. Hallo Kathi. Hallo Detlef und eine schöne Weihnachtswoche. Die wünsche ich dir auch und natürlich all unseren Zuhörern. Wir müssen noch mal, bevor es festlich wird, ganz kurz dienstlich werden. Ich habe die Hälfte schon verraten, dadurch, dass ich gesagt habe, dass du die Abgeordnete aus Grünheide bist. Und in Grünheide, da steht dieses Riesending, da steht diese Tesla-Fabrik, die uns Kathi Muxel ein ums andere Mal staunen lässt. Vor so viel Unverfrorenheit der Mannschaft rund um Eigentümer Elon Musk. Es gibt einen neuen, ist es ein Skandelchen oder ist es ein Skandal, Kathi? Skandal. Ein Skandal, sagt Kathi Muxel und wir erklären erstmal, worum es geht. Wenn ich die Geschichte richtig mitbekommen habe, hat Tesla mal wieder Tatsachen geschaffen. Die haben einfach gehandelt, ohne dass ihnen eine Genehmigung vorlag, so wie die angefangen haben zu bauen, ohne dass ihnen eine Genehmigung vorlag. Haben die jetzt was gemacht? Die haben Gefahrenstoffe gelagert? Das ist ja genau die Frage, ob diese Sache, die der RBB, wir beziehen uns ja hier eindeutig nur auf Berichte des RBB, ob der auf die Berichte, und so steht es ja auch in der Meldung vom RBB zugeht, die wir im Ausschuss im Landtag ja schon im September, Oktober besprochen haben, nämlich dass die einen illegalen Recyclingplatz hatten, auf dem sie Pappen und andere Stoffe gelagert haben, dann in eine Presse gegeben haben. Dann erinnern wir uns, dann hat es irgendwann um Ende September auf diesem Platz gebrannt. Dann kam raus, dass Löschwasser in den Boden kontaminiert wurde. Hinterher wurde uns erklärt, das wäre nicht so schlimm, der Boden wäre nicht verseucht. Dann hieß es, ja, sie haben eine Verfügung bekommen, dass sie diesen Platz nicht mehr betreiben können. Dann vom Umweltamt natürlich, vom Landesumweltamt, vom LFU. Und jetzt ist es ja wohl so, dass die Staatsanwaltschaft gegen sie ermittelt, wegen Gefahrenstoffe. Als wir damals im Ausschuss waren, haben wir ausdrücklich gefragt, ob auf diesem Platz Gefahrenstoffe gelagert sind. Und da hieß es, nein, es handelte sich um in Brand geratene Pappen. Mhm. Und in der Regel sind für mich Pappen keine Gefahrenstoffe. Jetzt muss ich sagen, dadurch, dass wir mit der AfD-Fraktion Grünheide und mit den Kollegen, die im Landtag zusammenarbeiten, ja nun schon seit 2019 an dieser ganzen Sache arbeiten, stellt sich was anderes. Die werte Hörerschaft wird wissen, es hat in einer Vorabgenehmigung eine Genehmigung für eine Lagerhalle gegeben. Nachher wurde diese Lagerhalle ungenehmigt, auch von Minister Vogel, über Vorabgenehmigungen zu einer Batteriefertigung. Jetzt kann sich ja vorstellen, dass Batterien in der Regel eben nicht aus Pappe und Wasser gebastelt werden. Und die Frage, die wir schon lange haben, wo lagern dann die Stoffe, aus denen letzten Endes die Batterien gefertigt werden? Mhm. Und das ist aus diesen ganzen Pressemitteilungen jetzt überhaupt nicht klar. Gibt es vielleicht hier einen illegalen Lagerplatz im und am Wasserschutzgebiet für schwer gefährliche Chemikalien? Also Batterien aus Pappe und Wasser basteln, das hätte Elon Musk vermutlich gerne. Aber tatsächlich, Kathi Muxel, funktioniert das nicht. Batterien enthalten im Normalfall zumindest so ein bisschen was wie eine Säure. Die gehört da auf jeden Fall hin. Und die Stoffe, aus denen so eine Batterien bestehen, die sind ja teilweise auch wirklich brandgefährlich, genauso brandgefährlich wie die Batterien. Wer sagt jetzt da nicht die Wahrheit? Du hast vorhin gesagt, im Ausschuss habt ihr nachgefragt, da wurde euch gesagt, ja. Und meine Frage ist, von wem wurde euch das gesagt, dass da tatsächlich nur Pappe in Brand geraten ist? War das jetzt eine Auskunft der Landesregierung? Das war eine Auskunft der Landesregierung, das war eine Auskunft vom Minister Vogel, der da irgendeinen Bericht vorlas. Aber wie gesagt, es war im September und jetzt plötzlich kommt es, dass die Staatsanwaltschaft nun doch ermittelt. Und aus diesen ganzen Berichten geht eben nicht eindeutig hervor, auch aus diesem Paragraph, der ja öffentlich bekannt ist, aufgrund die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen überhaupt aufnehmen konnte. Der sagt nämlich verschiedene Sachen aus. Und wir können daraus einfach als Abgeordnete nicht eindeutig, und das ist eigentlich der Skandal daran, erkennen, gegen was wird jetzt gegen Tesla ermittelt. Also wir kriegen keine vernünftige Auskunft und die wird auch der Bürger aus so einem Zeitungsbericht nicht erkennen können, der letzten Endes ja auch erstmal nur sieht, da ist wieder etwas passiert. Das ist schon richtig, aber wir, die ins Detail und die Verantwortung für die Bürger hier vor Ort haben und auch für unser Wasserschutzgebiet, ich betone nochmal, es ist das Wasserschutzgebiet, wo Tausende, Zehntausende Wasserhaushalte dranhängen. Ja,
müssen doch eigentlich wissen, was macht die Staatsanwaltschaft jetzt? Es steht nämlich in diesem Artikel auch drin von einem temporären Lager. Und temporär heißt, dass es da eben nur für eine bestimmte Zeit gelagert ist. Hat also vielleicht jemand dort Chemikalien gelagert oder lagert sie noch oder was auch immer und hat eben dort keine Bodenwanne am Wasserschutzgebiet geschaffen, sondern lagert die meinetwegen auf einem Parkplatz. Und dann reden wir dann von schwer schädlichen Stoffen. Und das ist jetzt wirklich unsere größte Sorge der Abgeordneten in der AfD-Landtagsfraktion. Was passiert hier mit unserer Umwelt? Was passiert hier mit unseren Bürgern? Was soll hier letzten Endes vertuscht werden? Weil es steht in diesem Bericht ja auch drin, es ist jetzt eine nachträgliche Genehmigung wurde gestellt. Ja, wir müssen uns noch nichts vormachen. Bis jetzt wurde jede Genehmigung, die die Firma Tesla gestellt hat, und wenn es eine Vorabgenehmigung ist, vom Ministerium und vom Landesumweltamt genehmigt. Und wenn nicht, dann sagen sie halt, es ist so wichtig, dann müssen wir halt die anderen Vorschriften, Wasserschutzgebiet oder so, außer Acht lassen. So weit sind wir doch in diesem Land schon. Jetzt bewerte doch mal für mich und auch für die Hörer der Blauen Runde das Verhalten von Elon Musk und seinen ganzen Unternehmen. Der Mann führt sich stetig auf wie die Axt im Walde. Der kauft für Unmengen Twitter und schmeißt einfach mal die Hälfte der Leute raus. In Brandenburg baut er eine Riesenfabrik, ohne dafür eine Genehmigung zu haben. Dann werden Gefahrenstoffe gelagert, der aktuelle Fall jetzt, ohne dass dafür eine Genehmigung vorliegt. Und er lehnt sich immer wieder zurück und fällt offensichtlich ja auch sehr, sehr weich, weil das, was er macht, ja immer von den politisch Verantwortlichen als too big to fail eingestuft wird. Also das ist einfach zu groß, um vor die Wand zu fahren. Also kriegt er auf jeden Fall immer das, was er will. Und im Nachhinein wird sein Verhalten, wie irrational oder auch umweltschädlich das immer sein mag, wird das dann nachträglich mit einer Genehmigung ausgestattet. Das ist doch aber nicht der Weg. So kann es doch nicht laufen, dass jemand, der irrsinnige Mengen an Geld hat, sich plötzlich an keinerlei Gesetz mehr halten muss. Genau, das ist der Punkt, wo ich sage, das ist wie ein unerzogenes Kind, was am lautesten in der Kindergruppe schreit und dann trotzdem den Bonbon oder die Tasse bekommt. Oder auf Politik bezogen, als verantwortungsvoller Politiker, als verantwortungsvolle Regierung, als verantwortungsvolle Opposition gehen wir eben nicht damit, aber diese Landesregierung tut es. Die ist für meine Verhältnisse dann Bananenrepublik. Wenn die Gesetze, die da sind, nicht mehr angewendet werden oder gebogen werden, dann ist man nicht mehr auf dem rechten Pfad. Und nein, nicht das Kind, was am lautesten schreit, kriegt auch den größten Bonbon. Wenn wir so weit sind, dann sind wir fern von unseren eigenen aufgestellten, seit Jahrzehnten beschlossenen Regeln. Und das muss man dieser Landesregierung, das muss man Minister Vogel vorwerfen, dass sie hier wieder versuchen, Sachen zu vertuschen. Und jetzt wird sicherlich die Frage auch gleich aufkommen, was wird die AfD-Fraktion tun? Was werden die zuständigen Abgeordneten tun? Die zuständigen Abgeordneten haben sich gestern, obwohl es kurz vor Weihnachten ist, juristisch beraten lassen und werden aufgrund ihres Mandats Akteneinsicht fordern. Das heißt, meine Person, Herr Lars Günther, Herr Steffen John und Frau Birgit Bessin, wir werden Akteneinsicht fordern und werden dann uns von der Staatsanwaltschaft erklären lassen, aufgrund dessen, was genau die Ermittlungsunterlagen denn sagen. Und dann werden wir hoffentlich auch mit dir eine Pressekonferenz machen. Das wird höchstwahrscheinlich erst im Februar werden. So lange dauern diese Prozesse, wo wir sagen können, warum haben sie denn überhaupt ermittelt? Oder ist es jetzt wirklich nur dem Bürger Sand in die Augen streuen und man ist wieder dem eigentlichen Problem überhaupt nicht auf den Grund gegangen? Denn wir haben ja auch folgenden Fakt. Es bezieht sich ja alles auf diesen ehemaligen Bebauungsplan, auf den jetzt diese ganzen Genehmigungen erstellt sind. Und seit letzte Woche Donnerstag hat die Großgemeinde Grünheide mit ihrem genialen Bürgermeister Herrn Christiani mit den Stimmen der SPD, der CDU und der Linken, also in einer Einheitspartei, gegen die Stimmen der AfD und gegen die Stimmen der Freien Wähler und eines einzelnen Abgeordneten einen neuen Bebauungsplan erschlossen, einen Bebauungsplan 60. Und der sagt nun, dass man selbst diese Randschutzzonen zum Wasserschutzgebiet Löcknitz, die bis dato unangreifbar waren, weil es Wasserschutzgebiet ist, roden darf und die auch industriell nutzen. Also ich verstehe, ganz offen, ich verstehe deinen Bürgermeister. Der will Karriere machen und der will richtig Geld in die Kassen bekommen. Beides wird ihm vermutlich mit Tesla gelingen. Aber du hast jetzt zum zweiten Mal bereits davon gesprochen, dass die Landesregierung vertuscht.
dass die offensichtlich die Bürger hinter die Fichte führt und offensichtlich die Öffentlichkeit über das, was da wirklich passiert, bei Tesla in Grünheide im Dunkeln lässt. Warum machen die das? Also meine Vermutung ist, und ich sage jetzt wirklich Vermutung, ist, dass das auf Anweisung von ganz höheren Stellen passiert, weil es gab, wie gesagt, bevor es diese Großgemeindeversammlung gab, eine Informationsveranstaltung von Tesla. Und da reiste, wie gesagt, der Bundestagsabgeordnete der SPD, Herr Papendieck, an. Und ich sag mal so, normalerweise wird hier aufs Dorf nicht die Prominenz aus Berlin entsandt, um zu überprüfen, ob hier auch alle richtig nach den Entscheidungen der Bundesrepublik und nach Herrn Scholz handeln. Auch das passiert hier seltsamerweise auf Kleinstgemeindevertreterebene, dass plötzlich Delegierte der SPD, der Bundestagsfraktion anreifen und überprüfen, ob ihre Leute hier vor Ort zusammen mit der CDU, die ja in Berlin die angebliche Opposition ist, und mit der angeblichen Opposition der Linken auch wirklich richtig abstimmen. Wir haben hier wirklich Einheitsparteienverhalten. Ganz ehrlich, es gibt hier keine wirkliche Opposition außer der AfD und das seit 2019. Und man arbeitet hier wirklich hart. Also ich versuche auch wirklich jeden und auch meine Kollegen hier Bürger anzusprechen. Es gibt diverse Bürgerbewegungen, die sich natürlich auch dem Erhalt unserer Natur und dem Erhalt unseres Trinkwassers vor allem verschrieben haben. Die fühlen sich aber natürlich genauso in einer Bananenrepublik. Das muss man sagen. Und wenn man jetzt sagt, die Sache, du verstehst den Bürgermeister. Nein, ich verstehe den Bürgermeister nicht, weil ein Bürgermeister ist der Bürgermeister der Personen vor Ort, der Bürger vor Ort. Genau wie eine Landesregierung die Landesregierung der Bürger von Brandenburg ist. Genau wie eine Bundesregierung die Bundesregierung dem deutschen Volke, was auf dem Reichstag steht, ist. Der Bürgermeister ist nicht einem amerikanischen Konzern verpflichtet und dessen Wohlergehen. Dann korrigiere ich mich, Kathi Muxel, an der Stelle und sage nicht, ich verstehe den Bürgermeister, sondern ich sage, ich durchschaue den Bürgermeister. Ich verstehe ihn natürlich nicht. Selbstverständlich ist der Bürgermeister, das ist ja im Namen mit drin, nur dem Wohlergehen seiner Gemeinde und den Bürgern verpflichtet. Aber wir sehen das ja auf vielerlei Ebenen, dass genau eben das nicht der Fall ist und dass es nur eine einzige Oppositionspartei mit der AfD gibt, die wirklich die Menschen und unseren Planeten und unsere Umwelt im Blick hat. Und man muss eines sagen, die lassen natürlich Elon Musk in Grünheide und sonst wo machen, was er will und wozu er Lust hat, weil der passt halt ganz gut ins aktuelle Konzept dieser großen Transformation, dass wir alle nur noch Strom aus volatilen Energieformen wie zum Beispiel der Solar- oder auch der Windenergie bekommen und dann damit unsere Elektroautochens aufladen und damit durch die Gegend düsen und angeblich ja was Gutes für den Planeten tun, weil angeblich das ja alles klimaneutral und CO2 frei und sonst irgendwas ist. So wie man da in die Tiefe geht, stellt man fest, dass wir da eventuell mit Elon Musk einer ganz, 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 ganz großen, sehr, sehr wackeligen Seifenblase aufsitzen. Einem Konzern, der ja in erster Linie wirklich nur Geld damit verdient, dass er CO2-Zertifikate verdient. Genau. Mit den Elektroautos hat er ja bisher nicht so wirklich was in die Kasse geschaufelt. Und Twitter scheint ja nun auch gerade zum größeren Desaster sich auszuweiten. Was passiert eigentlich, wenn die Seifenblase Elon Musk irgendwann mal Puff macht? Sitzen dann ein paar betretene Minister da und sagen, wir konnten nichts dafür? Das vermute ich mal, oder die nehmen dann einfach ihren Hut. Es ist auf Dauer sicherlich nicht so, dass dieses Projekt Tesla Grünheide, Tesla Elektroauto an sich, von meinem Verhältnis her das Projekt der Zukunft ist. Wir erleben draußen jetzt eine Witterungslage, wo wir sagen, wir können aus dem, was die sich vorstellen mit Windrädern, wofür sie Wald zerstören, mit Solarflächen, die sie auf gute Äckerböden bauen, die eigentlich für die Produktion unseres Mehls und unserer Kartoffeln da sind, sicherlich nicht unseren Energiebedarf decken. Wir lassen Kinderarbeit in Drittländern zu, die schrecklicher ist, als wir uns jemals vorstellen könnten. Und das kann nicht der Weg in die Zukunft sein. Andererseits lese ich, es ist eine Geldabschöpfung. Es ist eine Geldabschöpfung durch Subventionen, das muss man ganz klar sagen, und durch Förderung, durch Kauf dieser E-Autos. Ich lese aber wohl auch mal in den Wirtschaftszeitungen zum Beispiel von Amerika, dass sie jetzt den Durchbruch geschafft haben in der Kernfusion. Sie konnten also erstmals weniger Energie in die
Kernfusion einbringen, als was sie rausbekommen haben. Sie rechnen selber damit, dass sie in 10 bis 15 Jahren mit entsprechenden Kernfusionsreaktoren Energie erzeugen können. Dann werden die ganz, ganz billig Energie erzeugen können. Dann brauchen wir diese Elektroautos auch gar nicht mehr. Wir reden hier dann auch über ganz andere Techniken. Wir reden auch über saubere Dieseltechnik, was in diesem Land völlig unter den Tisch gekehrt wird. Wir reden darüber, dass wir mit Biodiesel zum Beispiel weniger unsere Äcker zerstören würden als mit diesen Solarflächen. Was machen wir denn hinterher, wenn wir die irgendwo mal recyceln müssen? Wir können mittlerweile nicht mal Windräder recyceln. Nach 25 Jahren sind diese Windräder nicht mehr brauchbar. Wir haben keine Möglichkeit, diese zu recyceln. Wir können ja nicht überall große Löcher graben und dort unseren Müll verbuddeln. Das kann auch nicht die Zukunft sein. Wir verseuchen unseren Planeten damit. Die Zukunft. Kathi Muxel, noch ganz kurz der Zeitplan. Ihr stellt jetzt den Antrag auf Akteneinsicht. Das wird dauern, mutmaßlich Monate. Und wir werden in den ersten Monaten des Jahres 2023 werden wir uns dann wieder treffen. Und ihr alle, die ihr da in dem Falle ermittelt im Brandenburger Landtag, seid dann einen ganzen Deut schlauer und wisst sehr viel besser Bescheid, was da tatsächlich vertuscht werden sollte. Die Akteneinsicht bezieht sich natürlich auf die Vergangenheit. Die kann sich jetzt nur auf die Strafanzeige der Staatsanwaltschaft beziehen. Ja. Wir haben uns da gestern juristisch beraten lassen, wie gesagt. Wir werden dann diesen Juristen sicherlich auch mit in die Akteneinsicht nehmen, weil es ist nicht so, dass man uns die Unterlagen mit nach Hause geben wird. Und deshalb sagte ich ja auch, dann werden wir hier sicherlich einen Podcast, eine Pressekonferenz, vielleicht auch eine Pressekonferenz hier vor Ort im betreffenden Gebiet dazu machen. Zumindest können wir dann sagen, worauf die Staatsanwaltschaft sich bezog und ob unsere Bedenken, dass sie sich eben nicht genug, nicht umfänglich auf diese Giftstoffe bezog, geteilt werden oder ob es jetzt einfach nicht der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden sollte, dass es doch um viel mehr geht als einfach nur um den Brand von ein paar Pappen. AfD deckt auf, Kathi Muxel und die Abgeordneten, die im Brandenburger Landtag das zusammen mit ihr betreiben, sind dran an der Sache. Wir werden Licht ins Dunkel bringen und wir werden zusammen herausfinden, was bei Tesla tatsächlich passiert ist und warum die Staatsanwaltschaft jetzt genau gegen Tesla in Grünheide ermittelt. Ob das, was in der Presse stand, richtig ist, ob es da vielleicht noch eine viel tiefer gehende Ebene gibt, das werden wir rausfinden. Und wir danken Kathi Muxel mal wieder für ihren energischen politischen Einsatz in dieser und in vielen anderen Dingen. Herzlichen Dank, Kathi. Ich danke euch auch sehr. Und da ich denke, dass wir uns vor Weihnachten nicht mehr hören, wünsche ich allen gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise der Familie. Und das Wichtigste, was ihr zu Hause habt, ist eure Familie, ist unsere Heimat, ist Brandenburg und ist Deutschland. Helft uns einfach damit, es zu schützen. Unterstützt uns weiter. Gesegnete Weihnacht. Und auch dir, liebe Kathi, und den Deinen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Komm mal ein bisschen runter, entspanne, genieße das Fest und für ein paar Tage wird die Politik mal so ein bisschen ausgeschaltet. Das heißt aber nicht, dass nach den Feiertagen Kathi Muxel nicht wieder zu Hochform dann hochfährt. Herzlichen Dank für den Moment, Kathi. Danke. Und das war unsere blaue Runde für heute. Wir melden uns in diesem Jahr vermutlich noch ein einziges Mal. Sie werden es mitverfolgen können. In den sozialen Medien werden wir das ankündigen. Und seien Sie dabei bei der nächsten Ausgabe der Blauen Runde. Am Mikrofon war Detlef Frier. Dankeschön erstmal. Und wenn wir uns vorm Fest nicht mehr hören sollten, schöne Festtage für Sie. Tschüss.